Und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana 2. Auf geht's! Wir müssen nach Laterna suchen. Und um Laterna zu finden, müssen wir durch diese Höhle durch, eigentlich hier links rein. Aber ich möchte mich gerne noch im Rest der Höhle umsehen. Denn wie gesagt, ewig habe ich das Spiel schon nicht mehr gespielt und ich muss unbedingt herausfinden, was wir in den einzelnen Höhlen haben. Und jetzt, da wir Zwerg als neue Mitstreiterin haben, wird das, denke ich mal, kein Problem. Da geht schon mal nicht lang. Schauen wir mal nach unten. Wir sind ja vorher nach links gelaufen und hier sind wir gefangen. Hier sind nur Pilze. Danke, Zwerg, du bist klasse. Aha, haben wir da noch einen Pilz? Da geht's nicht lang. Vielleicht hier oben? Wenn wir jetzt nach links gehen, sind wir ja ursprünglich dort, wo wir hergekommen sind. Wenn es hier keinen Weg mehr gibt, dann können wir weiter. Außerdem natürlich zur Wendel. Beziehungsweise in die heilige Stadt, Wendel. Ich weiß gar nicht, heißt der Priester Wendel? Oh. Zwerg hat ein Level Up. Bekommt... Auch wenn es mir schwerfällt. Sie bekommt erstmal Agilität, denn 2 ist echt zu wenig, mein Fräulein. Wunderbar. Oh, eine Truhe. Gut, also so wie es aussieht, geht es da nur noch raus. Hier unten geht es nicht mehr lang. Geht es hier oben noch lang? Ja, geht es. Und hier haben wir einen Kobold oder sowas in der Art. Boah, sieht gut aus. Hier geht's nicht mehr lang. Dann haben wir wirklich alles entdeckt. Und wir können endlich zurück an dem Punkt, wo wir im Prinzip herkommen. Diese zerbrochene Brücke. Und nebenbei haben wir noch ein bisschen was gemacht für unsere Level. Ich hoffe nur, dass der dritte Mitstreiter, unsere gute Rasja, nachher auch die Möglichkeit hat, schon ein bisschen gelevelt zu haben. Oh, jetzt habe ich den Schlag daneben gesetzt. Das Schöne ist, wenn man den Powerschlag daneben macht, darf man ihn noch einmal machen. Zumindest für uns ist das gut. Kaputt. Und ein Level Up wieder für uns. Ja, diesmal gehen wir wieder auf Stärke. Du wirst unser stärkstes Mitglied, was den Nahkampf angeht. Und bist auch im Prinzip unser einziges. Nee, da will ich noch nicht hin. Erst noch einmal bitte die HP und MP auffrischen. Dann können wir dahin. Wir haben ja im Moment mit beiden Charakteren schon über 100 HP. Von daher ist es kein Problem. Ich speichere auch gerne noch einmal ab. Einfach nur, falls wir sterben, dass wir eine Möglichkeit haben, hierher zurückzukehren. Und ich will nicht versprechen, dass das nicht passiert. Da ist die Öffnung. Aber wie komme ich... aber wir kommen nicht hin. Was wirst du tun? Ja, wir können nichts tun. Ach so. Ah, die Fee einsetzen. Haha. Oh, ich vergaß, dass ihr nicht fliegen könnt. Vielleicht kann ich etwas Energie von diesem Wasserfall nehmen. Hui. Wir haben es geschafft. Na denn, gleich mal auf der anderen Seite weitermachen. Oh nein, ein Zombie, Level 4. Ja gut, die müssten uns ja eigentlich nicht so viel anhaben können, wir sind vergiftet. Oder was ist das? Ich glaube, das ist Gift. Okay, und sobald die Gegner besiegt sind, ist auch das Gift flöten. Und wir können jetzt was Gutes drin haben, kriegen aber... Oh, Stacheln dazu. 19 ziehen die ab, das ist ja gemein.
Ja, später werde ich die Kisten oftmals liegen lassen. Einfach nur, um solchen Stacheln eben ausweichen zu können. Aber je mehr Glück man hat, desto besser sind nachher auch die Kisten. Das heißt, es gibt uns keine Probleme. Zwerg hat ihre Geheimpower eingesetzt. Oh, hier sind jede Menge Zombies. Aber wenn Zwerg da nicht noch ein Level macht, dann weiß ich auch nicht. Vergiftet, ja, das weiß ich. Das Gift ist weg und wir sind durch. Und ich bin schon knapp am Überlegen, ob ich langsam mal einen Bonbon einsetzen soll und wieder stacheln. Ah, nee. Und wir kriegen immer nur Heilkräuter. Die helfen uns nicht sonderlich weiter. Wir gehen jetzt einfach mal... Nee, nicht dahin. Einmal zurück. Wir gehen einfach mal ins Inventar und nehmen einen Bonbon für... Melina. Sehr gut. Jetzt können wir weiter nach oben gehen. Zwerg ist ja noch fast voll. Wir sind die einzigen, die uns hier... die sich hier immer rantrauen an diese ollen Viecher. Das Schöne ist auch, zumindest habe ich das so beobachtet, wenn uns diese Viecher angreifen, können sie immer nur einen angreifen. Aber wir können gleich alle zugleich angreifen. Ah, geh kaputt. Zwerg, nein. Ich beschütze dich. Gift hin oder her hier. Aber das Gift bleibt noch, solange die anderen Gegner da sind. Und es sind nicht gerade wenig. Ja. Sehr schön. Wieder ein Sieg. Und es hört nicht auf. Wann hat diese Höhle endlich ein Ende? Sind wir schon da? Müssen wir durch den Spalt da durch? Gefangen. Was? Metallkrabbe erscheint. Ja, nee, ist klar. Und so. Sonst geht's euch gut. Mach ihn fertig. Gott, und der hat nicht gerade wenig HP. Er verletzt Zwerg. Zwerg, du bekommst einen Bonbon von mir. Bitteschön. Zwerg, komm. Gemeinsam reißen wir das Ganze. Du bist vergiftet, ich weiß, aber wir werden es schaffen. Wir können ihn im Moment nicht angreifen. Jetzt können wir wieder. Ein Blasenatem. Ah. Okay, ich muss selbst einen Bonbon essen. Zwerg, verdammt, warum heilst du nicht? das sieht nicht gut aus. Aua. Laserstrahlen, was denn nicht alles zündet hier. Komm, Zwerg, mach ihn fertig. Ich glaube nicht, dass wir noch lange durchhalten. Haben wir noch irgendwas, was wir zünden können? Ein Erdbeben. Oh Gott, wer soll am Leben bleiben? Ich glaube ich. Wir haben alle nur noch ein HP und es ist vorbei. Auch sowas muss es im Let's Play geben und ich habe es vorhin noch erwähnt, Melinas Truppe wurde besiegt. Scheibenkleister.
Okay, machen wir uns erneut auf den Weg. Ja, auch sowas wird nicht rausgeschnitten. Das muss es immerhin geben. Sonst könnte ja jeder von sich behaupten, dass er viel hinbekommt. So, wo mussten wir jetzt lang? Links. Das habe ich schon mal vorgelesen. Deswegen machen wir gleich weiter mit unserer Fee. Aber die Krabbe war eindeutig, ja, mit gut HP ausgestattet, muss man mal so sagen. Denn wie viele Schläge haben wir ihr versetzt und es hat nichts gebracht, wirklich. Also es hat schon was gebracht, aber immer nur so minimal. Wenn sie wirklich um die 2000 HP hat, dann haben wir da keine Chance. Wir gehen den ganzen Weg einfach nochmal. Sind ja gleich wieder da. Jetzt kommen wieder die ganzen Zombies hier. Und bestimmt gibt es hier irgendwo noch eine Statue, an der wir uns nochmal frisch speichern können. Geht am besten alle kaputt. So, und dann gucken wir erstmal in die andere Richtung. Hier war ja links genau, ist ja auch noch ein bisschen was, wo man langlaufen kann. Und wir sind ja einfach nach rechts gelaufen. Vielleicht war das ein Fehler von uns. Okay. Ja, eine Speicherstatue. Oh mein Gott, wäre ich doch gleich hierher gegangen. Dann hätten wir uns auch den Weg sparen können. Spiel speichern, ja, unbedingt. Oh je. Spiel wurde gespeichert. So, mittlerweile glaube ich auch, dass es schwer wird, in diesem Part noch Laterne zu finden. Geht kaputt. Nervt mich nicht. Ja, Zwerg, Geheimpower. Zwerg, du bist einfach noch zu schwach. Du musst mindestens ein Level aufsteigen. Du kriegst von mir noch einmal Stärke und den Rest dann nachher auf Geist und sowas. Aber du brauchst jetzt unbedingt Stärke. Das geht so nicht. Vielleicht habe ich sie dann auch verskillt. Ich weiß es nicht. Mir soll es auch egal sein. So, noch einmal zurück. Noch einmal auffrischen und speichern. Ah, dann müssten wir eigentlich wieder ein Level-Up haben. Ich denke mal, Level 6 reicht vollkommen aus für diese olle Krabbe. Aber ich muss dringend herausfinden, wie ich mit Zwerg speichern kann. Heilen kann. HP und MP wieder aufgefrischt. Ja, gerne speichern. Wir speichern öfter. Speichern ist mein liebster Zeitvertreib. Okay. Ein Zombie noch. Und da ist auch noch ein Zombie. Hey. Zwerg hat ihn vernichtet. Ich wollte ihn vernichten. Böser kleiner Zwerg. So. Und wieder sind alle kaputt. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass wir fast nur noch mit der Hälfte der HP reingehen, wenn wir zu dieser Krabbe wollen. Es wird nicht leicht. Es ist eine Challenge. Und dieser Challenge müssen wir uns stellen. Und schon haben wir ein Level-Up. Sehr schön, für Zwerg. Zwerg kriegt Stärke mit dazu. Und
Eigentlich möchte ich für mich auch noch ein bisschen Stärke, beziehungsweise Agilität, je nachdem, was wir steigern wollen. Ja, natürlich, wir werden kurz vorher noch einmal verletzt, aber dafür gibt's immerhin einen Bonbon. Dafür nehme ich die Verletzung in Kauf. Wollen wir es versuchen? Nein. Ich laufe noch einmal zurück und wieder hin und dann machen wir das. Dann gehen wir einfach hin, egal was passiert. Komm, Zwerg, du schaffst das. Du bist unser kleiner Kampfzwerg. Unser Taka-Taka-Zwerg. Meinetwegen auch Chaka-Chaka. Ein Gegner war irgendwo noch übrig, ich habe keinen mehr gesehen. Ist auch egal. So, dann speichern wir nochmal ab und dann geht's vollkommen los. Ich weiß, ich bin ein Weichei. Voll doch. Mann. Macht mich nicht fertig. So, Zwerg. Wenn das jetzt nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Später bekommt Zwerg auch ganz viel Vitalität, um auch jahrelange durchhalten zu können und uns nebenbei immer wieder zu heilen. Könntet ihr jetzt mal mit diesem scheiß Giftstaub aufhören? Verdammter Dreck. So, wir haben Level Up. Wir nehmen... Stärke können wir nicht steigern. Dann nehmen wir... Vitalität oder Agilität? Agilität, wir müssen schneller werden. Rauf da jetzt hier. Los, Zwerg. Soll doch wohl ein leichtes sein hier. Na also. Soll noch mal jemand sagen, mein Zwerg ist für nichts Nutze? Zwergen sind eine coole Rasse. So. Puh, einmal tief durchatmen und rein geht's. Ins Vergnügen. Was? Metallkrabbe erscheint. Ja, und sie scheint wirklich aus Metall zu sein. Los, Zwerg. Die ersten Laserstrahlen. Ja, und uns fehlt auch eindeutig das Glück. Denn mit je mehr Glück haben wir immerhin... Oder je mehr Glück wir haben, desto besser ist nachher unser Crit-Wert. Wir brauchen ein Heilkraut auf Zwerg, damit die Vergiftung geheilt ist. Und da kommen die Blasen. Okay, ein Bonbon auf mich. Oh, 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 oh. Fährt gleich am Anfang so eine schweren Geschütze hier. Augenstrahl. Auf Zwerg, nein! Zwerg, du kriegst einen Bonbon. Und jetzt weiter rauf da. Irgendwie hat dieses Kampfsystem etwas. Ich weiß auch nicht. Erinnert mich an, neumoderne MMORPGs. Mehrere Spieler kämpfen zugleich ohne irgendwie rundenbasierten Modus. Oh, Tauchangriff. Das sieht nicht gut aus. Oh, ich brauche einen Bonbon. Okay, und weiter geht's. Ja, so einfach geht das nicht, mein Freund. Ein Auge ist kaputt. Wir haben ein Auge ausgeschlagen.
Wenn er gleich nur noch ein Auge hat. Nee, wenn er gleich gar kein Auge mehr hat, dann kann er zumindest diese Laserstrahlen schon nicht mehr machen. Macht das Auge auf. Oh, Blasen. Haben wir noch einen Bonbon? Ja, haben wir noch. Das kriegt Zwerg. Los, Zwerg. Und wenn du nur noch als einziges übrig bleibst. Gottes Zorn. Und wir haben die Krabbe bezwungen. Was ist das? Ich bin die, nach der ihr gesucht habt. Ich wurde von diesem Ding festgehalten. Endlich bin ich frei. Die Fee hat mir von euch erzählt, ihr habt noch viel Arbeit vor euch. Ich bin genau wie die Fee. Ohne Mana kann ich nicht leben. Also helfe ich euch, Mana zu retten. Kannst du uns sagen, wo der Mana-Stein des Lichtes ist? Er ist gleich über uns. Aber wir können ihn von hier aus nicht erreichen. Keine Sorge, er ist momentan in Sicherheit, solange die Kraft des Mana besteht. Lasst uns, meine Freunde, finden und dann ins Heilige Land reisen. Einverstanden? Laterna schließt sich an. Hä? Oh, ein neuer Weg hat sich aufgetan. Vielleicht eine Abkürzung? Ja, und bevor wir diese Abkürzung ergründen, ich bin froh, dass wir den Boss wenigstens noch in diesem Part geschafft haben und Laterna gefunden haben, so wie ich es versprochen habe, freue ich mich auf den nächsten Part. Bis nachher.